In diesem Video erkläre ich dir, warum der aktuelle Partner der beste Partner ist, den du haben kannst. Mein Name ist Wieland Stolzenburg, ich bin Psychologe und ich begleite Menschen rund um erfüllende Beziehungen, rund um Trennungen und die Verarbeitung der Trennungsschmerzen. Und heute möchte ich ein paar Gedanken mit dir teilen, die ich sehr wichtig ansehe. Wir sind in der aktuellen Gesellschaft eine Art Wegwerfgesellschaft. Das machen wir mit unseren Schuhen, das machen wir mit unserem Handy. Wenn es nicht mehr perfekt ist oder den neuesten Modetrends entspricht, landet es oft schnell und ohne große Überlegung im Müll. Und so passiert es manchmal auch mit Beziehungen, dass wir sehr schnell darin sind, uns zu trennen und das aufzugeben, was wir haben. Und dafür gibt es ganz viele Gründe, worauf ich heute gar nicht eingehen möchte, sondern ich möchte dir den Impuls geben, mal die Perspektive einzunehmen, dass der Partner, den du aktuell hast, die Partnerin, die du aktuell hast, dass das der Beste ist, den du haben kannst. Warum ist das so oder warum sehe ich das so? Es gilt nicht, Klammer auf, eben es gilt nicht, wenn es um psychischen Missbrauch geht, wenn es um körperliche Gewalt geht. Und auch in den Fällen könnte man sagen, vielleicht ist es genau der Partner, den du aktuell brauchst, um Grenzen zu setzen, um Nein zu sagen, um zu sagen, ich gehe jetzt. Und nur weil dein Partner der Beste ist, den du haben kannst, heißt es nicht zwingend, dass du in der Beziehung bleiben musst, sondern das heißt, dass du daran lernen kannst. Und für die meisten Menschen ist es in meiner Erfahrung eben der Fall, in der Beziehung zu lernen. Und für manche ist es wichtig, daran zu wachsen, dass sie gehen und dass sie einen Schlussstrich ziehen. Und gerade wenn du in der Beziehung bist und merkst, und das so geht das jedem Menschen, dass Dinge herausfordernd sind, dass Dinge schwierig sind, dass Dinge einfach ätzend und anstrengend sind und wir unseren Partner manchmal am liebsten aus dem Fenster werfen würden, ist es doch immer die Frage, ist das mein Partner, der mir diese Verletzungen zufügt? Oder trage ich Verletzungen in mir, die der Partner berührt? Oder trage ich wunde Punkte in mir, unverarbeitete Dinge in mir, die dazu führen, dass es mir wehtut? Und in sehr vielen Fällen ist es so, dass der Partner nur ganz leicht in uns was berühren kann, was wir aber schon mit uns tragen. Und meistens aus der Kindheit, meistens unverarbeitete seelische Themen, die wir einfach in unserem Rucksack mit uns tragen. Und wir können dann einerseits sagen, okay, Partner, du böser, böser Partner, du tust mir ständig weh mit diesem Aspekt und ich gehe und ich lehne dich ab innerlich oder ich verschließe mich. Gibt es verschiedene Reaktionen, wie wir darauf reagieren. Oder wir erkennen, oh hoppla, das ist ja was, was in mir ist. Und wenn ich mich jetzt trenne, dann nehme ich ja diesen Rucksack mit und diese Themen, die meine sind, nehme ich ja mit. Der Partner kann sie dann nicht mehr berühren, aber der Nächste. Dann kann ich meinen Partner in ein ganz anderes Licht stellen. Und zwar, dass er mir hilft zu wachsen. Dass er mir ein Lehrer ist. Dass er mir ein Spiegel ist für die Dinge, die ich sonst mein ganzes Leben mit mir trage. Und ich könnte im fortgeschrittenen Modus sogar dankbar dafür sein, dass er mir diese Dinge spiegelt. Das macht er meistens unbewusst. Und du spiegelst ihm natürlich auch die Dinge. Und dann bekommst du eine ganz andere Haltung deinem Partner gegenüber. Dann ist es niemand mehr, den du verändern musst, den du bekämpfen musst oder ablehnen musst, sondern dann ist es jemand, dem du dankbar sein kannst. Was nicht heißt, dass auch Dinge, die dein Partner in die Beziehung bringen, dass die alle in Ordnung sind. Das gilt es auch natürlich, Grenzen zu setzen, dass du deine Bedürfnisse ausdrückst und dass ihr Möglichkeiten findet, Kompromisse zu finden. Und manche Dinge kommen wahrscheinlich auch von deinem Partner, die er in seinem Rucksack trägt, die bringt er in die Beziehung, die haben mit dir wenig zu tun. Und auch wenn sie wenig mit dir zu tun haben, du kannst trotzdem lernen, deinen Partner trotz dieser Macken mehr zu lieben. Du kannst lernen, vielleicht Nein zu sagen oder du kannst lernen, entspannter zu reagieren und nicht selbst in eine Emotion zu hüpfen, wenn dein Partner dort ist. Und aus dem Grund sage ich immer so gerne, der aktuelle Partner ist der Beste, den du haben kannst, weil er dich genau dort voranbringt, wo du gerade stehst und wo deine Entwicklung hinging. In dem Sinne freue ich mich, wenn du eine neue Perspektive mitnimmst
und deinen Partner in einem positiveren Licht siehst, gerade wenn es schwierig ist, gerade wenn es herausfordernd ist. Und dass du erstmal reflektierst, erstmal schaust, was hat das mit mir zu tun und mit meiner Geschichte, bevor du deinen Partner verlässt oder bevor du deinen Partner anklagst. Und wenn dich das interessiert, ich habe ein ganzes Buch über diesen Prozess geschrieben, Beziehungsleben heißt das, ich verlinke das auch unten. Und ja, wünsche dir alles Gute, freue mich natürlich über Rückmeldungen, wie bei jedem Video. Dann lass gerne einen Kommentar, abonniere meinen Kanal, wenn es dich interessiert, was ich in Zukunft posten werde. Und ich wünsche dir einen schönen Tag.